Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Es sieht so aus, als ob der deutsche Jurist Rainer Füllmich, der die Covid-Verbrechen gegen die Menschlichkeit bereits im Jahr 2020 erkannt hat, reingelegt wurde. Füllmich stand an der Spitze eines Projekts, das als Zweites Nürnberg bekannt wurde und war Mitbegründer des Corona-Untersuchungsausschusses. Sein Komitee befragte etwa 150 Wissenschaftler und Experten aus aller Welt sowie ehemalige Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation. Und ihre Ergebnisse zeigten ihnen, dass die Covid-Maßnahmen die ersten Schritte eines Plans zur Zerstörung regionaler Wirtschaften waren, um die Bevölkerungen von globalen Versorgungsketten abhängig zu machen und dass sie darauf abzielten, die Bevölkerung zu reduzieren und eine Weltregierung unter der Leitung der Vereinten Nationen zu installieren. Der Corona-Ausschuss erhielt viele Spenden, von denen sie glaubten, dass sie nicht sicher seien, da in der jüngsten Vergangenheit Bankkonten von mitschuldigen Regierungen beschlagnahmt worden waren. Es wurde Gold im Wert von 1 Million Euro gekauft und aufbewahrt. Zur Finanzierung der Aktivitäten nahmen sowohl Rainer Füllmich als auch Viviane Fischer gesicherte Darlehen auf. In einer Zeit, in der das Geld auf unserem Bankkonto in großer Gefahr war, beschlossen wir, sofort zu handeln. Und wir hoben Geld von diesem Konto ab, sowohl Sie als auch ich, um es zu retten. Und vor einer solchen Pfändung zu bewahren, damit wir unsere Arbeit fortsetzen konnten. Denn wenn unser Bankkonto gepfändet worden wäre, hätten wir die Übersetzer, die IT, die Verwaltung und so weiter nicht mehr bezahlen können. Rainers Kredit belief sich auf 700.000 Euro und sollte mit dem Erlös aus dem Verkauf seines Hauses zurückgezahlt werden. Das alles wurde dokumentiert und vom Ausschuss gebilligt. Mitglieder des Corona-Ausschusses trafen sich im August 2022 mit einer Anwaltskanzlei und erstatteten Strafanzeige gegen Füllmich. Die Mitglieder des Komitees, Justus Hoffmann, Marcel Templin und Antonia Fischer, behaupteten, dass Füllmich 700.000 Euro veruntreut habe, den Kredit, den er offiziell aufgenommen hatte. Sie behaupteten, er sei ein gewalttätiger Antisemit und dass er die Möglichkeit hatte, sich vor Beginn des Strafverfahrens zu äußern und dass sie keine Anzeige erstatten würden. Zwei Haftbefehle wurden gegen ihn ausgestellt, von Deutschland und von der EU, ohne Rainers Wissen. Ohne internationalen Haftbefehl entführten deutsche und mexikanische Behörden Füllmich illegal in der deutschen Botschaft in Mexiko. Anschließend wurde er zum Frankfurter Flughafen geflogen, wo er festgenommen und inhaftiert wurde. Internationale Rechtsexperten bezeichnen seine Verhaftung als illegale Entführung. Nach den dokumentierten Unternehmensplänen sollte Füllmichs Kredit nach dem Verkauf seiner Immobilie zurückgezahlt werden. Doch dieselben Leute, die die Klage gegen Füllmich eingereicht haben, haben diese Vereinbarung sabotiert. In den Verträgen war festgelegt, dass der Gewinn aus der Füllmich-Immobilie auf ein Füllmich-Konto überwiesen werden sollte, damit er das Darlehen zurückzahlen konnte. Doch der Notar, der als neutral und unabhängig vereidigt ist, wies die Käufer an, die 1,5 bis 8 Millionen Euro auf das Konto von Marcel Templin zu überweisen. Damit war es für Rainer unmöglich, das Darlehen zurückzuzahlen. Die Darlehen wurden in transparenter Weise in schriftlichen Verträgen vereinbart. Es gab keine Geheimniskrämerei und das Unternehmen war jederzeit über die Darlehen informiert. Die Beweise, die dies belegen, wurden dem Gericht offiziell vorgelegt, das sich entschieden hat, sie zu ignorieren und der Verteidigung einen Maulkorb verpasst hat, damit sie sie nicht erwähnen darf. Die Beweise zeigen, dass Hoffmann, Templin und der Notar sich illegal Zugang zu den Gewinnen von Füllmichs Vermögen verschafft haben. Und nicht nur, dass das Gericht diese Beweise ignoriert, es hat dieselben Personen als Zeugen gegen Füllmich geladen. In der Klageschrift heißt es, Füllmich hat sich auch dadurch strafbar gemacht, dass er die Goldbarren ohne Zustimmung der Gesellschafter erworben, deren Existenz verschleiert und sie für sich selbst in Besitz genommen hat. Aber auch der Kauf der Goldbarren ist dokumentiert. Sie befinden sich in der Verwahrung und können nur mit den Unterschriften von Rainer Füllmich und Viviane Fischer eingesehen werden. Das geht aus Firmenunterlagen hervor, die der Staatsanwaltschaft nie vorgelegt wurden. Sie wurden jedoch von der Verteidigung vorgelegt und werden vom Gericht ignoriert. Darüber hinaus hat das Gericht zwar die Konten von Füllmich eingefroren, nicht aber die 1,8 Millionen Euro auf dem Konto von Marcel Templin. Dieses Konto ist vermutlich immer noch vorhanden und scheint das Schmiergeld für diesen internen Coup zu sein. Der Prozess findet jetzt in Göttingen statt und die schlampigen Anschuldigungen des Klägers beginnen zu zerfallen. Ein Reporter bei der Verhandlung sagte, der Fall wurde völlig zerstört und man konnte nur staunend dasitzen.
Ein Journalist von BittelTV sagte, Rainer wird nicht nur freigelassen, sondern auch entschädigt. Die Leute, die ihm das angetan haben, werden meiner Meinung nach selbst angeklagt werden. Es sieht so aus, als ob der Gerechtigkeit endlich Genüge getan wird. Produziert in Zusammenarbeit mit The Truth Barrier. Greg Rees berichtet. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.